Guten Abend, werte Gäste, liebe Allergiker. Aufgrund der EU-Allergenverordnung sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass in diesem Programm weder Gluten noch Gluten, Sojabohnen oder Laktose enthalten sind. Sollten Sie gegen Wuchteln allergisch sein, halten Sie sich bitte die Ohren zu. Wir danken für Ihr Verständnis. Diese Durchsage enthielt leider keine Produktplatzierungen. Na geh, Herrst, das gibt's ja nicht, so ein Klumpert. Jetzt den wieder, jetzt. Der EFI macht mir nach. Na, aus, jetzt schau ich das auch. So, aus jetzt. Komm her da, so da. So da. So ein Scheiß erst. Na, das ist ein Wagler. In Ungarn gekauft, weißt du? Okay, der. Es werde Licht. Ah, passt, ey. Entschuldigung. Nein, ich hab's nur schnell reparieren müssen, weil ich jetzt eine neue. Das ist ein Dreck. Ich hab jetzt eine neue Ganglampe montiert bei uns im Stirnhaus, wie man sieht. Und die ist ein bisschen zu stark für unseren Sicherungskosten. Jetzt fetzt es mir dauernd den. In EFI leider. Und jetzt habe ich es aber fachmännisch repariert. Also jetzt soll es oben bleiben. Der EFI ist nämlich auf 500er und da bloßt der Sicherungskosten leider nicht. Aber wie gesagt, jetzt passt es aber hinten. Also in der Aufstellung habe ich jetzt eine selbstschneidende Gewindeschraube reingedreht. Und das On habe ich jetzt mit dem Gafferbandel oben fixiert. Also das halt ja, Heimwerker. Ja, mache alles selber bei uns daheim, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich hab den Heimwerker 2 gemacht auf der Wifi. Und seitdem schreckt mir eigentlich nichts mehr, muss ich sagen. Also wirklich, musst bei uns im Haus musst du auch alles selber machen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, da wo wir wohnen, weil es greift ja keiner mehr was an. Nicht? Das ist ja, wenn's da nicht, wenn was hieß, muss ich machen, weil wer soll es machen, ganz ehrlich. Nicht? Ich meine, jetzt schaut euch mal um, wer soll bei uns im Haus reparieren, außer mir. Nicht? Der Hofstädter von der Fünferstirn vielleicht, der was zu 100% ein Trottel ist. Nein, der Hofstädter, der nicht. Weißt du, was einer der montiert hat als Ganglampen? Eine Energiesparleuchte hat er gekauft, der Herr. Habe ich gesagt, Herr Hofstädter, gratuliere. Wirklich, jetzt stehen Sie einmal 5 Minuten im Finstern, bevor Sie überhaupt sehen, ob Sie im richtigen Stock sind, nicht? Nein, da musst du schon selber. Bin ich froh, dass ich es habe. War nicht billig, gell? Also ich, wirklich. Aber ich habe da Gott sei Dank so einen Bausparer ausbezahlt bekommen vor kurzem. Hab mich auch gewundert, aber sie haben es wirklich brennt. Und ja, ist ja nicht mehr so selbstverständlich, dass heute noch was kriegst auf der Bahn. Nicht? Nein, haben es wirklich ausgezahlt und ich habe gemacht, nach 6 Jahren habe ich gehabt ein Plus von 38,50. Ne? Geht auch nicht zu Fuß, oder? 38. Ich habe wirklich gesagt, machen wir 40, passt schon. Nicht? Aber, nein, die Giergrün, da haben sie runtergezählt am Cent, genau. Nicht? Nein. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wo der ekelhafte Reichtum ausgebrochen ist, was tun mit dem vielen Geld? Ne? Und naja, sicher, musst du ja was, nicht, musst du ja wieder ausgeben. Das habe ich nämlich gehört, im Fernsehen hat der Wirtschaftskammerpräsident Dr. Leitl, der hat gesagt, man muss das Geld wieder in die Realwirtschaft investieren. Ne? Und der Dr. Leitl punktet ja nicht nur mit seiner Optik, der ist ein total gescheiter Mensch, ne? Da versteht er wirtschaftliche Zusammenhänge total gut. Und ich habe gedacht, der hat recht, man muss es wieder in die Realwirtschaft investieren. Und ich habe es genommen und habe mir gleich was geleistet, nicht? Weil in Wahrheit, was machst du mit dem Geld daheim? Nicht? Du kannst da eh nichts mitnehmen, oder? Willst du der Reichste am Friedhof sein? Jetzt ehrlich. Also ich meine, das ist ja. Ne? Das letzte Auto ist immer ein schwarzer Kombi. Nicht? Also da, glaube ich, sind wir uns einig. Nicht? Also, ja, dann hat man es gleich. In Amerika, wenn man es bestellt, die Lampe, ich bestelle alle technischen High-End-Raffinessen, bestelle immer in den Vereinigten Staaten, weil in Europa kriegst du ja auch nichts mehr Gescheites. Nicht? Das ist ja alles überreguliert und zu Tode reglementiert, die EU trat ja alles an. Also alles, was lustiges Spaß macht, ist eigentlich mittlerweile verboten durch Brüssel. In Amerika nicht, denen ist es relativ wurscht. Die Amerikaner sagen, Kyoto-Protokoll, ist ein japanischer Unfallbericht, keine Ahnung was, ja, das. Im Hudson River kannst du Fotos entwickeln, nicht? Also da. Nein, da schieten sie alles ein. Denen ist wirklich. Nicht? Und das Tolle ist, da kriegt man auch noch wirklich so High-End-Raffinessen, die also bei uns nicht zugelassen sind. Nicht? Und jetzt habe ich mir das in Amerika bestellt und bin wirklich froh, dass ich so bin, aber überhaupt, muss ich dazu sagen, auch gerade ein bisschen am Weg der Erleuchtung. Nicht? Oder wie die Amerikaner sagen würden, am Highway to Hell in dem Fall.
Das habt ihr eh, gell, mit einer Hell. Und ist das auch, habt ihr das? Okay. Nein, ich frage immer gleich am Anfang, weil leichter wird das Programm nicht. Nicht? Und, also, wenn es mir da jetzt aussteigt. Ja. Ich habe beim Schreiben auch nicht gleich verstanden. Das ist keine Schande. Gell? Also, es ist. Nein, ich habe es auch wegen der Elke montiert, wegen meiner Gattin. Nicht? Die ist ja im Dunkeln nicht so zu Hause wie ich. Nicht? Die hat es gern hell. Ist ein bisschen auch wegen diesen Menschen bei uns im Stirn. Also im Haus, muss ich sagen, diese Fremden, der Zuzug. Es ist mir jetzt dann langsam zu viel. Nein, das sind komische. Also nicht falsch verstehen. Ja? Ich habe nichts persönlich gegen diese Leute. Das sind sicher auch irgendwo Menschen, aber ich sage, nein, es ist, ich muss da immer vorsichtig sein, weil ich will da keine Randgruppen irgendwie beleidigen, aber es ist trotzdem, es ist doch was anderes. Ja, es ist eine andere Sprache, es ist viel südlicher von der Mentalität her und es ist ein anderes Land und was bei uns so viel im Haus, ja, es ist wirklich, also ich kann es eh sagen, bei uns im Haus 90% der Bewohner mittlerweile Kärntner, ja, und ich denke mir immer, warum? Ja, also haben die nicht eh alles? Ja? Und also stimmt nicht nur Kärntner ist nicht. Wir haben einen Italiener haben wir auch unten, also noch ein bisschen südlicher, der wohnt, also ganz südlich, der wohnt im Köhler. Der im Sutterer, korrekterweise, ja, im Keller für Besserverdiener. Und der ist da unten auf so ein, der macht so ein Ding, aber sonst eigentlich nur Kerne. Jetzt haben wir gedacht, nein, montieren wir da gleich Lampen. Nicht? Und vor allem, jetzt reißen sie ja gleich die Pappen im Haus. Nicht? Jetzt habe ich die Lampen montiert. Und du kennst ja die Nachbarn, wenn du einen hast, irgendwas Neues, nicht? Da brauchst du nicht einmal Auto sein, nicht? Da reicht schon die Ganglampen, jetzt reißen sie schon die Pappen. Und der hat gesagt, wo die Lampen montiert, hä? Hast du geschaut, was der aufgeschraubt hat, hä? Hat der Hund der Lampen aufgetan, der Hund, hä? Der Hund deppert, wo hat das gekostet, hä? Hey. Jetzt habe ich ein bisschen was zum Aufbeißen gegeben unseren Freunden. Und habe so ein so Gerücht gestreut. Ne? Da habe ich gesagt, ich hab's vom Grönemeyer. Der Hund vom Grönemeyer Lampen, hey, wo gibt's noch was? Hey? Ja, der Connection ist ja nicht wahr, hey. Stimmt eh nicht ganz. Also der erste Impuls war vom Grönemeyer, ich habe es natürlich aus Amerika bestellt, aber der erste Impuls war vom Herbert Grönemeyer. Das stimmt, ich war ja beim Grönemeyer-Konzert und der Grönemeyer, der hat die ganze Bühne vollhängen mit der Ultralight Quadro 500, mit der. Ne? Und der ist ja von seinem Hauttyp her ein bisschen blasser, hellhäutigerer Typ. Ne? Schon mit Tendenz zur Bleiche. Ne? Aber im Schein der Ultralight Quadro 500 ist mir der vorgekommen wie eine Marienerscheinung. Wirklich, ich hab den oft gesehen, aber nie so gut, wie seit er die Lampen montiert hat. Der war ganz anders drauf. Der war viel besser. Der ist umgeschaut auf der Bühne. Ich kann nichts mehr sehen. Ich trau nicht mehr meine Augen. Ich kann nicht mehr hören. Und ich stehe unten und denke mir, wenn der mal nichts mehr sieht, dann ist das genau die Lampen, die ich suche. Ne? Genau die brauche ich. Gut, das Konzert war nicht einmal aus. Ich gleich hinter im Backstage-Bereich. Nicht? Da ist einmal schon entgegengekommen. Größer als erwartet, muss ich übrigens sagen. Ja, nein, habe ich mir nicht gedacht. Also war ein richtiger Riegel. Der Backstage-Security vom Herbert Grönemeyer. Nicht? War ein ziemliches Gerät. Nicht? So 2,3 Meter, 3% Körperfett, aufblasen auf 6er Dünen. Kahlköpfig, kennt wie Traktorsitz. Nicht? Entschlossener Gesichtsausdruck, zupackt, wie wenn einem täglich alles geschlafen hätte. Ein Gesichtsausdruck, wie wenn er es gelesen auch hat, ne? Habara! Mit dir! Mit Lesen! Zutritt verboten! Und ich schau den an und denk mir, gut, bei dem fährt der Lift nicht bis auf, ne? Und haben wir so insgeheim gedacht, na gut, den Herrn wird man geistig ein bisschen fordern müssen, nicht? Dann ist er beschäftigt und ich gehe schön zum Grönemeyer. Sag ich, Sie, weil Sie gerade gesagt haben, Zutritt verboten, zu zweit darf man, wie ist das? Der war beschäftigt, nicht? Der,
der hat gerechnet. Und ich eine in die Garderobe zum Herbert Grönemeyer, reißt die auf, ist er gesessen auf sein Tisch, hat sich angeschmiert. Das hat man gleich gesehen, natürlich. Ne? Sag ich, Herr Grönemeyer, es tut mir total leid, dass ich da so unangemeldet reinplatze. Wie geht's Ihnen jetzt so nach dem Konzert? Fühl mich leer und verbraucht. Alles zu zweit. Ja, das glaube ich. Ich meine, es war anstrengend, das ist keine Frage. Aber Sie, ich möchte Ihnen das wirklich persönlich sagen, es war das Beste, was ich jemals auf einer Bühne gesehen habe. Dankeschön. Dankeschön, das ist natürlich ein schönes Kompliment, von mir aus kurz. Nein, wirklich, wissen Sie, es war... Ich möchte sogar einen Schritt weitergehen. Es hat mich erleuchtet. Erleuchtet, sagen Sie mir ganz erleuchtet. Es war nicht jemand, der so ein Mensch so erleuchtet. So, unterhalten wir da Lied? Unterhalten wir. Schon, aber es war so hoch oben auch und so klar und so hell. Meine Stimme, meinen Sie? Was? Meine Stimme, die ist natürlich hell und klar, ist keine Frage. Ich habe ja Wochen groß gemacht, ich habe das Album geschrieben. Boah, oh, wie kommst du hier? Nein, Herr Grönemeyer, oben vom Gas. Die Stimme, zweifellos, ist da, keine Frage. Aber das, was mich so fasziniert hat, die Lampen, wo haben Sie die gekauft? Ne? Da hat sich ein bisschen die Ski verrissen, muss ich sagen. Da war gleich eine komische Stimmung. Blöderweise war der Einstein draußen am Gang mit der Arithmetik schon in der Zielgeraden. Ne? Der Partei, wir haben uns schon kennt, auch nicht. Also, da war der Partei, hä? Cool. Und der war total nett. Der hat mir dann beim Geh geholfen, weißt du, wie lieb? Der hat mir. Der beidhändig hat er mir bis am Parkplatz hat er mir rausgeholfen. Ein Hand am Uhrwaschel, eine am Gürtel, weißt du, und so hat er mich. Gott sei Dank habe ich ihn vorbeirutschen gerade noch gesehen, auf so einem schwarzen Roadie-Case ist umgestanden, Ultralight Quadro 500, made in USA. Wegen dem war ich hinten, mehr habe ich nicht Wissen brauchen nicht. Und ja, Gott sei Dank, dann habe ich es gleich bestellt. Und jetzt bin ich stolzer Besitzer der Ultralight Quadro 500, der einzige bei uns im Haus, der es hat. Nicht? Und wirklich, also ich glaube, wenn man sich die Lampen anschaut, ich meine, ihr merkt es selber, es ist der ultimative Sieg über die Finsternis. Sagen wir es jetzt ehrlich, weil... Entschuldigung. Das kann nicht viel sein, nur die kann, ist nicht der, die, nein, die Lampen hat nichts, das ist der Ding, das ist der Intervallschalter vom Bewegungsmelder. Die kann man bestellen, kannst du ja einstellen, nicht? Das kann man mit der Sprache steuern. Habt ihr schon mal Lampen gesehen, die man mit der Sprache, nicht, gell? Vielleicht probieren wir es gleich mal. Sagt mal, es wäre Licht. Nein, war mein Fehler, nicht durcheinander, da kennt ihr sich nicht aus. Vielleicht einer der Gentlemen hier im Sakko, sagen Sie mal bitte, es wäre Licht. Es wäre Licht. Na, hey, wirklich super gemacht. Kann aber nicht funktionieren, weil es auf meine Stimme programmiert ist. Nein, ich muss es auf meine Stimme programmieren, weil sonst nicht wegen der Gefraster bei uns im Haus, die machen sich einen Sport draus. Wenn da jeder Auftrag oder dem Theater und ich gehe flach auf die Stromrechnung. Ne? Wirklich, mir reißt es jedes Mal, wenn ich einen Brief von der Wien Energie im Postkastel habe, reißt es mich. Früher als kleiner Bub habe ich Angst vor der Dunkelheit gehabt und seit das selber brenne, habe ich Angst vor dem Licht. Das ist, ganz schrecklich. Ich habe Photophobie. Angst vor dem Licht, hat der Arzt diagnostiziert. Warte, ich drehe es wieder auf, dass man da nicht empfindet. Es werde Licht. Gut, aber ich möchte euch da nicht mit meinen Ängsten und Phobien langweilen. Jetzt zeige ich euch einmal die Wohnung, dass wir da am Gang trotschen. Gell? Kommt einmal weiter, die Schuhe könnt ihr anlassen, ist kein Problem. Ich muss da nicht. Jetzt muss ich noch schauen, wo ich den Schlüssel. Ich trottel jetzt aber den stecken lassen drin. Ach, manchmal ist man so deppert, kennst du das? Wie mit der Sonnenbrille. Oft suche ich die Sonnenbrille, habe ich es am Kopf um, nicht? Aber mit Schlüssel geht es nicht, da die runterfliegen. Nicht? Nein, ich rufe die Elke an. Die soll kurz umdrehen und heimkommen. Nein, die rufe ich nicht an, weil wenn die ist, vor einer Viertelstunde ist die weggefahren. Wenn ich die jetzt umdrehen lasse, die dreht wieder am Rall. Nicht? Da dreht sie wieder einen Film auf der Holzkamera. Das geht, nein, die kennt es nicht. Die Elke, die kann sehr, wirklich, da ist emotionsflexibel. Wenn ich da... Nein, sie fährt da jetzt schon seit einer Viertelstunde in Richtung Therme. Da muss einen Locations-Check machen. Achso, das wisst ihr nicht. Die hat eine Promi-Vermittlungsagentur gegründet. Und jetzt muss sie, wenn sie zum Beispiel Events für die Promis macht, nicht, muss die Location vorher checken. Nicht? Ja. Im Zuge dieser Promi-Vermittlungsagentur haben wir uns ja auch kennengelernt, die Elke und ich. Ne? Ich bin nämlich damals den Shuttlebus für die Promis gefahren. Und Formel 1 bin ich auch gern Shuttle gefahren. Formel 1 habe ich immer gern geschattelt, das habe ich extra einteilen lassen, wenn Formel 1 war, in der Steiermark, am Österreichring, habe ich immer mehr eingetragen, ich möchte Shuttle fahren. Und da habe ich abholen dürfen vom Schloss Gabelhofen, da Vonsdorf aus, wer es kennt, habe ich vom Hotel abholen müssen, Heinz Brüller und Nikolaus Lauda. Super. 7.30 Uhr ist auf der Dispo gestanden, ich war um 7.25 Uhr dort, weil Bus Rotkäppchen ist unentspannt, wenn man zu spät kommt, gell? Da ist er. Pünktlichkeit ist eine Zier. Und ich war um 5.30 Uhr dort und dann sind sie runtergekommen, beide, nicht? Niki, muss ich sagen, vielleicht ein
bisschen schläfrig noch, aber der Heinz dafür schon schwerst auf Betriebstemperatur. Ein ins Auto. Grüß Gott, guten Morgen, buongiorno, herzlich willkommen im Shuttlebus. Ja, ja, danke, Herr Brüller, guten Morgen. Ja, ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was ist denn? Haben Sie es gesehen? Haben Sie es gesehen? Sie müssen aufpassen, Sie müssen aufpassen. Herr Brüller, um was geht's denn? Was ist denn? Da vorne, die Stopptafel. Haben Sie es gesehen? Ich hab nicht einmal noch gestartet, ich pass schon auf. Es ist, ich möchte Ihnen da nicht ins Handwerk fuschen, aber diese Stopptafel, die ist plus minus sehr, sehr tückisch. Die steht ja schon seit, glaube ich, 40 Jahren oder 35. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, da war ich mal da mit Ronny Pettersen, 76, der Sohn eines schwedischen Eisenbiegers. Und da sind wir über diese Stopptafel drüber gefahren. Von rechts ist gekommen der Mexikaner Hector Rebake. Und dann auf der anderen Seite Hub Rotengatter, ein berühmter Holländer. Und in der Mitte Michele Alboretos Vater, unglaublich, der in der Nähe von Modena auch eine kleine Zuckerbäckerei hat, nicht zu verwechseln. Dann war er munter, ne? Heinz, bitte lass den fahren. Er fährt den Shuttlebus den ganzen Tag. Das ist ja relativ logisch, dass der mal erkennen kann, dass eine Stopptafel ein Breaking Sign ist. Das heißt, das ist mir ganz klar, dass man das Speed reduced und nicht accelerated. Das ist mir logisch. Und man sollte da hinfahren, ein Blödsinn. Niki, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also es ist schon sehr gefährlich. Sie fahren nicht auf die Autobahn. Na, fahren wir nicht. Nein, nein, um Gottes Willen, wenn Sie auf die Autobahn. Wir stehen im Stau. Wir stehen im, ja, Stau. Nein, Sie fahren links, links, fahren Sie rüber, links, Sinistra. Ja, ja, das hat mir Elio De Angelis verraten. Links, rüber und dann fahren Sie auf einen Feldweg, rechts, links, eine kleine Kombination. Und dann geht's runter in eine Unterführung, Sotto Passaggio. Und dann kommen Sie rauf bei der Ortstafel. Sag aber, Heinz, der wird doch hinfinden. Schalten Sie das Navi ein. Schalten Sie das Navi ein. Na, ich bin eh schon gefahren, ich weiß schon, wo ich hin muss. Heinz, der weiß, wie er fahren muss. Geh bitte. Niki, ich muss da ganz ehrlich sagen, es ist gescheiter, wir fahren mit Navi, weil. Ich weiß, Heinz, ich bin den Grand Prix 17.000 Mal gefahren, glaubst du, ich bin mit Navi hingefahren? Na gut, du bist. Niki, du bist immer noch im Gras gefahren, nicht? Also, das ist ja. Da vorne kommt eine Ortstafel, nicht? Da müssen Sie aufpassen. Spielberg. Früher hieß es Zeltweg, da sind alle, die nach Spielberg wollten, vorbeigefahren. Nicht? Das ist, aber Zeltweg heißt es übrigens wegen Jackie Stewart. Was der Stewart mit Zeltweg, der Blödsinn, was der Stewart? Naja, es war so, Jackie Stewart hat ja beim Grand Prix von Österreich nie in einem Hotel geschlafen, sondern immer nur auf einem Campingplatz. Und nach dem Rennen wollte er seine Sachen packen und hat geschaut, auf einmal war das Zeltweg. Und deswegen hat ihm der Bürger... So war das, ne? Und ganz interessante Geschichte. Der Bürgermeister hat ihm dann ein Ortsschild geschenkt und der hat es dann Graham Hill weitergeschenkt. Graham Hill hat den Grand Prix von Österreich übrigens nie gewonnen. Im Gegensatz zu seinem Sohn, Damon Hill, der ist 96 Weltmeister geworden. Auf dem Team, das nach einem Schnaps benannt ist. Ja, ja, Williams. Sie werden sich erinnern. Nicht zu verwechseln übrigens mit den beiden Schwestern aus dem Tenniszirkus, Serena und Venus Williams. Nicht die eine benannt nach einer Slip-Einlage, die andere nach einem Rasierer. Also, ich muss ehrlich sagen, so ein Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich weiß, warum sollen die nach dem benannt sein? Das sind ganz normale Namen. Naja, Niki, schau, die Namen haben ja alle einen Sinn, nicht? Sie passen auf. Ja, ja, ich wollte nur zuhören. Ja, fahren Sie weiter. Die Namen haben ja alle einen Sinn, nicht? Zum Beispiel, also jeder Name. Denk an deine Zwillinge, Mia und Max. Wieso heißen die so? Ja, das ist einfach Mia und ich Max, ne? Das war ganz klar. Entschuldigung, muss ich. Kurz, vielleicht ist die Elke, muss ich schauen, in dem Shuttlebus ist Zugang, war nicht mehr feierlich. Ja, ja. So, WhatsApp, Entschuldigung, ist die Elke, das muss ich. Die, WhatsApp. So, bitte. Hallo, Herzi. Da macht sie mir ein rotes Herz. Da schreibt sie nicht aus. Das WhatsApp bediktet. So, Herzi. Das Navi. Wie? Was? Navi? Aha, das Navi. Funkpunkt nicht. Da redet einer. Okay. Kannst du ASAP kommen und schauen, was da jetzt Dodo ist? Dodo. Buhadili. Was da Dodo ist. Ich muss sagen, es war früher recht eine normale Frau. Es ist,
Es ist fürchterlich, das WhatsApp. Nicht, jetzt ist, wobei, ich möchte ja das nicht allein umhängen. Das ist schon auch, hat schon der Richard auch ein bisschen Verantwortung. Nicht, der Richard ist ja, der Richard, ja, das ist ja Geschäftspartner. Hoffe ich, das. Nein, wirklich, mit dem hat er sich selbstständig gemacht. Nicht? Mit dem hat es diese Promi-Vermittlungsagentur gegründet. Und der Richard, wie soll ich den beschreiben? Also der. Puh. Na, der Richard ist ein bisschen. Schon auch irgendwo ein Mensch, aber. Ein bisschen ein Trottel. Das ist, weißt du. Nicht so lang her, 2 Wochen. Herzi, würde es dich eigentlich stören, wenn der Richard und ich. Ja. Na, lass mich mal ausreden. Es wäre so fein, wir würden nämlich gerne bei uns ein paar Promis einladen. Na, Elke, na, komm, na, warte mal. Die Agentur ist noch nicht fertig. Die haben uns so hängen lassen, die Maler. Und jetzt können wir da keine Promis und Stars einladen. Was für Stars? Na, Stars halt, weißt du, die mal schauen, dass wir sie in die Agenturkarte reinkriegen und so. Alter, wir brauchen eine Stunde maximal. Ja, und das war wirklich eine große Hilfe, wenn man, ich weiß nicht, jetzt haben wir gedacht, okay, was haben die für Stars in der Kartei? Ne? Und hab zugestimmt diesem wirklich interessanten Vorschlag von Richard und von der Elke. Und hab gedacht, schauen wir mal, wer da kommt. Na, und vor 2 Wochen war es soweit. Promischuhe fix in unserem Wohnzimmer. 1930, ich prall der Erwartung. Ich hab schon hergekriegt, hab das Autogrammheftel in fettersten Edding. Ich hab gedacht, alle werden es unterschreiben. Selfie, alles machen wir nicht. Die erste, die reingekommen ist, wie die aufgegangen ist, so war so ein wasserstoffblonder Hungerturm. Ja, ist eine, wirklich ist eine gekommen, mit so unter der Nase so eine Luftmatratze hat's gehabt. Ja, die hat so, und dann, und solche Flappen, da so, die hat auch schon wie die Daisy Tag noch einen Schlagel. Wirklich, das ist so eine, und so, ist so eine gekommen, ja. Und das, nein, das. Du kannst nicht mehr wegschauen, das ist wie ein Unfall auf der Gegenfahrbahn. Weißt du, denkst du, nein, ja, aber irgendwie musst du hinschauen. Das, dann hat er so ein Stretch-Kleiderzahn gehabt, ja, und so lange pinke Krallen, ja, so, ist seine gekommen. Und ich sehe die und denke mir in der Sekunde, alles klar, die braucht nichts reden. Je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Da wird. Darf man bei euch rauchen? Ja, na freilich, warte, ich kipp das Fenster. Ist gestanden mit dem kippten Fenster? Eh, Rauchverbot, aber nein, ich muss rauchen, ne? Da zirkt's ein bisschen, gell, oder büt ich mir's ein? Ja, es kann sein, dass es vielleicht vom kippten Fenster kommt. Mhm. Bei uns zirkt's auch so, wenn's Fenster kippt ist. Aber bei uns schließt es automatisch. Bei euch auch? Nein, das Fenster schließt manuell. Man kommt da manuell. Na? Da ist nicht viel Licht am Fahrrad, ne? Bei manchen Menschen kannst du den Stammbaum zurückverfolgen bis zu denen, die oben gesessen sind, gell? Okay. Das ist ein Wahnsinn. Vielleicht tue ich ja auch Unrecht, bitte. Entschuldige, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, das ist kein Vorurteil, aber vielleicht tue ich Unrecht. Vielleicht hört das selber gar nicht mehr, was es sagt. Vielleicht ist es ja so, ab Erreichen eines gewissen Promi-Statuses hörst du selber nicht mehr, was du sagst. Wäre möglich, nicht? Würde so manche Seitenblicke-Interview erklären. Vielleicht ist das wie beim Sterben. Weil wenn du tot bist, weißt du selber ja nicht, dass du tot bist. Das ist nur schwer für die anderen. Und vielleicht ist es so, wenn man deppert ist auch. Nicht? Das ist. Ich auf jeden Fall im Nebenzimmer, ich war fassungslos mit dem Manuel. Nicht? Da hab ich mir gedacht, das geht. Ich muss das Gesicht zu dieser Person sehen, weil das hat mir keine Ruhe lassen. Also Gesicht ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Gesicht war es. Kanz. Also es war das, was der Dr. Wasek überlassen hat, nicht? Das war, ja, Gesicht, was so die Resteln halt, nicht? Ich beim ersten ansichtig werden der Dame, wenn man eh nicht, weil man gar nicht sicher ist, die geschminkt oder hat es beim Paintball verloren, nicht? Das ist so, war so ein bisschen ein Grenzfall, nicht?
Nur, dass wir da ein kleines Bild im Kopf entstehen lassen. Schon mal gesehen am Fallschirmspringer im freien Fall, bevor er outzahlt? Die haben wir so. Und das würde ihr noch schmeicheln. Ne? Das ist ja so, ne? Das ist ja. Das Perverse ist ja, das nennt sich Schönheitsoperation. Die glaubt ja wirklich, die ist nachher schöner. Aber es ist ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil Schönheitsoperation, wie soll das gehen? Das ist ja, Operation ist ja nicht schön, das stimmt schon mal nicht. Das ist wie politisch korrekt, das geht ja nicht aus. Ne? Und das hat er erst rein vom Gefühl her, von der subjektiven Wahrnehmung, so in den letzten 20 Jahren ein bisschen einen Spin gekriegt. Da hat es früher nicht gegeben, in den 80er Jahren, nicht? Das war ja, da hat es ja nicht diese Schönheitsoperationen in dem Ausmaß gegeben wie heute. In den 80er Jahren als Frau, entweder du hast einen Masen gehabt oder du warst halt schier. Ja? Aber. Na, macht ja nichts. Trotzdem lieb, nicht? Aber. Das war. Man hat sie auskennt. Das war irgendwie eine klare Geschichte. Man hat gewusst, okay, geht mit, bleibt da. Nicht? Aber. Ich gehe nicht gern fort, aber auch mit dem ÖAG fort. Nicht? Das haben wir uns ausbedungen, meine Freunde und ich von früher. So also, alte Partie halt nicht. Und da dürfen wir einmal im Jahr. Mittlerweile ist es ja schwierig, dass nicht. Das sind ja alle kurze Leine, nicht? Und Familie, die bleibt daheim, halt, was versammst du nicht? Was versammst du, ne? Sollte ich wissen, was ich versamm. Aber einmal im Jahr, das haben wir uns, nein, das ist fix, nicht? Und da brechen Themen, nicht? Weil wenn dann einmal im Jahr nicht so wild gewordene Männer, also nicht so, ne, so in der Blüte, da wupp, heben am Tisch, da gibt's nicht da bis 11 irgendwo ein bisschen amassieren, da gehen wir bis zum bitteren Ende, bis in der Früh, und sie versteht es nicht. Was macht sie so lang? Sag ich, Elke, wir müssen reden, wir sehen uns lang nicht und wir brauchen auch länger, nicht? Weil wir gehen zum Beispiel nicht gemeinsam aufs Klo. Die Zeit fehlt uns ja, nicht? Also das ist ja, das müssen wir aufholen, nicht? Und was sie auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass es so was wie, wie soll ich sagen, so ein innermaskulines Phänomen gibt. Das ist ja, wenn so Pärchenabende sind, das geht ja nicht. Da bist du ja nicht, geh mal heim, ja, geh mal heim. Aber wenn du da bist, ne? Dann bist du ja der Silberrücken, nicht? Musst schon haben, derjenige, der Theater. Kannst du nicht. Das war ein Kapitalfehler. Also als Erster aus der Männerrunde heimzugehen, das hängt da ein Jahr lang noch. Das hängt da, bis du ein Jahr lang kriegst, wirst bombardiert mit WhatsApp und wirbelloses Weichte und Qualle und alles kriegst du geschickt. Ne? Ich hab das einmal gemacht, da war es eh schon 2:30, da war es schon lang zum Heimgehen gewesen. Alle schon Oberkanten, Unterkiefer angefühlt. Ne? Da, Damen sind alle nur mit mir dumm, die blödesten Witz musst du auch hören. Ne? Da hab ich gesagt, Bursche, sag ich was. Ich will jetzt eine Reise machen. Was eine Reise? Sag mal, da war man zum Steppen eine Reise, kann da bleiben. Da kannst du original eine Runde herstellen. Und wenn man so höflich gebeten wird, dann kommt man dem auch gerne nach. Nicht? Und da habe ich eine Runde gezahlt, dann hat er eine Runde gezahlt, dann hat der Wirt eine Runde gezahlt. War lustig, haben wir eine Stunde verloren. Und dann kommt der Absacker, nicht? Muss dabei sein. Dann kommt das Fluchtachterl, nicht? Dann ist es eh schon 6, viel 7, nicht? Dann müssen wir alle noch zum Würstelstand, weil keiner weiß, wie ein Käsekleiner schmeckt. Nicht? Na, und dann ist so 7.30 Uhr, wenn ich dann endlich daheim aufschlag. Ne? Dann allerdings prallen Welten aufeinander. Das ist einmal im Jahr, wirklich, da ist Star Wars bei uns im Wohnzimmer. Da ist, also da kommen Galaxien aufeinander, das vertrocknet sich einfach nicht. Das ist, das um 7.30 Uhr ist die Elke müde. Da ist schon wieder miert. Weil die steht um 5 Uhr auf, um 0500, jeden Tag, die Disziplin wie ein US Marine, das ist jeden Tag, strikt um 5 Uhr steht sie auf, da geht sie in den Wald, eine halbe Stunde rennen, dann liegt sie auf der Gummimatten, Yoga, Pilates, Zumba, Rumba, Tumba, Hupftumba, Dumm, mit ihren Dingen, mit ihren Leggings, da macht sie ihre Übungen, nicht? Da macht sie alles und dann ist schon geschniegelt, ist schon kampet, ist schon duscht, hat schon die kleinen Kindergarten gebracht in die Schule, war schon mit dem Hund draußen, im Kostümchen sitzt da, wirst dem Ei gepellt und ich sitze am Tisch in der Küche und denk mir, hoffentlich ist mein Leben bald aus. Und es wäre so einfach. Wirklich, es müsste überhaupt nicht zu dieser Kollision kommen. Sie braucht mich einfach nur ignorieren. Ich bin am Abend wieder der Alte. Es ist ein temporärer Zustand. Ich habe das schon oft versucht zu erklären. Sag ich, los mich in Ruhe. Ich bin am Abend, können wir reden. Ne? Na, da setzt sie jetzt Fleiß vis-à-vis hin, wie ein Königskobra. Und beim geringsten Fehler, paff! Das ist eine ganz schreckliche Situation.
Das kann man sich im Ansatz. Na gut, ich kann es eh herzagen. Christian, gibst du mir ein bisschen ein Küchenlicht zur Küchenatmosphäre, dass es den Herrschaften ein bisschen demonstrieren kann, wie ich lebe. So, 7.30 Uhr in meiner Küche, noch dieser besagten Nacht. Oh, oh, oh. Morgen. Morgen. Na, wie war's denn gestern? War eh super. Wir warten alle. Hey, Ole. Na, und wer ist alle? Oder ist es ein Geheimnis? Das ist kein Geheimnis. Der Ding und der Geri und der Ernstl und der Peter und der Martin Hannes war auch und der. Na, habt ihr einen Spaß gehabt, hä? Ja, war super. Na, was spricht der Peter, hm? Ja, eh gut, also. Na, was habt ihr denn geredet? Nix. Nix habt's geredet, das schon her. Bis 7:30 in der Früh sitzt zusammen und redet's nix. Oder wie stelle ich mir das vor? Habt's nix geredet? Sie haben was geredet. Jetzt nix, was dich interessiert. Na, vielleicht erzählst du mir's, vielleicht kann ich dann entscheiden, ob's mich interessiert oder nicht. Also, was haben wir geredet? Über Gott und die Welt haben wir geredet. Da schau her, über Gott habt ihr geredet, na schau. Aber wie es ihm Peter geht, hast du nicht gefragt, hä? Wie geht's in seiner Frau, der Claudia? Geht's ihr gut? Was, wer? Der Claudia, Claudia, Peter, wir waren auf Skiurlaub gemeinsam. Du nicht so lange her, kannst du dich erinnern? Hallo? Ach, die. Die Andrea hat gesagt, sie hat ein bisschen zugenommen, hat sie zugenommen? Ich glaub nicht. Ah, nicht? Hat es mir ein Plätzchen noch gesagt, Andrea? Hat es angenommen? Hat es eine gute Figur? Gefällt es dir? Elke, ich weiß nicht. Erst bist doch die Wurst, bitte. Was bist denn jetzt so komisch? Ich bin ein Komischer. Du siehst nicht, dass ich weh hab, oder? Warst du angesoffen? Ich war nicht angesoffen. Ich war vielleicht am Tabenspitz. So, ich war. Bist du mit dem Auto gefahren? Bist du mit dem Auto gefahren? Nein, ich war. Wieso steht's denn unten am Parkplatz? Ja. Weil ich schon mit dem Taxi hingefahren bin, ne? Aha. Also hast du ja von vornherein vorgehabt, dass du dich ansaufst, ne? Können wir das nicht irgendwie später? Du siehst eh, dass ich. Ja, klar. Komm mal. Was, dass ich wirklich schade finde?
dass man mit überhaupt nicht mehr normal reden kann. Da habe ich ein Tapperwerk gefunden. Das ist mir. Da habe ich einen Gorgonzola reingelegt, ne? 2008. Und das ist mir. Vor kurzem ist mir das in die Hände gefallen. Und ich mache das auf und denke mir, was ist denn, was habe ich denn da? Puff! Ist da deppert, was ist denn da? Da schießt das Wasser in die Augen. So grauslich. Und dieser Verwesungsgeruch, das kriegst du nicht mehr aus der Wohnung. Das ist überall drinnen, überall. Das hat sich eingefressen in jeden Stoff, Tischtücher, Servietten, Vorhängen. Alles haben wir rausgerissen. Sogar beim Parkettboden die Nutfedern gekriegt. Ne? Da haben wir das alles rausgerissen. Sogar unter unserer Hochsicherheitstür, die hermetisch abschließt, ne? Da ist der Gestank raus ins Stiegenhaus, bis sie die Nachbarn aufgeregt haben. Ne? Weißt du, so stinkt. Die haben geglaubt, wir haben eine Leiche. Bis oben in Köln, bis zum Sutterer, bis zum Italiener. Der hat das auch noch gerochen. Ne? Alle haben sich aufgeregt. Was ist denn da los, hey, der Hund? Boah! Und unten im Köller auch der Italiener. Der Calabrese, ne? Der hat sich am meisten aufgeregt. Der hat das bis in Köln das gerochen, der Ton, und hat sich beschwert. Gesundheit. Der hat wirklich, der hat. Das, riecht man es da drüben auch noch? Nein, der Ton, der war. Wie soll ich sagen? Also, ich weiß ja gar nicht, wie der wirklich heißt. Wir müssen Ton sagen. Er hat gesagt, das reicht. Namen sind was für Grabsteine, war seine Aussage. Ne? Das ist ein ganz ein schweigsamer Mensch. Ne? Der, macht seit 2 Jahren, macht er bei uns Zeugenschutz, irgend so ein Programm hat er einer, keine Ahnung, da ranken sich die wildesten Gerüchte um diese Person, man weiß es nicht, der eine sagt, er hat was gesungen, der andere hat was verpfiffen und irgendwas hat er sich beim Singen verpfiffen, ich weiß es nicht, der hat irgendwelche Messer geliefert und auspackt oder auch irgendwas und auf jeden Fall ist der bei uns da, der Don, und keiner weiß, was der tut da, nicht? Und redet kaum, also nur das Nötigste, ne? und hat auch nichts mehr. Ne? Also lebt da unten auf einfachstem Raum, auf kleinsten Verhältnissen. Also immer top gestylt, das schon, immer Nadelstreifanzug, ne? Immer so ein Elke da, also outfit-technisch gibt's gar nichts. Ne? Habe ihn einmal gefragt im Müllraum, ne? Sag ich, Hans, was haben Sie gemacht früher? Ne? Hat er gesagt, er war am Existenzmaximum. Dann hat es mich zum Interessieren angefangen. Sag ich, was waren Sie? Was haben Sie denn da? Nicht? Was haben Sie beruflich? Sagt er, ich war Pate von der Camorra. Ich hab das Mal nie kennengelernt. Nicht? Also ich weiß gar nicht, war er Firmenpate oder war er Taufpate? Ich kann es nicht sagen. Fakt ist, der hat das gerochen und hat mich sofort runterbeordert. Hat er angerufen oben, nicht? Ich muss runterkommen, was da so stinkt. Nicht? Und beim Don ist es so, da hat er relativ wenig Spielraum. Da fragst du nicht, was er will. Nicht? Du gehst einfach in der Sekunde runter. Und wie ich in seine kleine 28 Quadratmeter Souterrain-Kemenate gekommen bin, ist er gesessen hinter seinem kleinen schwarzen Tisch und hat schon auf mich gewartet. Mein Freund, sag mir, was habe ich verbrochen? Dass du mich so respektlos behandelst. Ne? Entschuldigen Sie, Toni, ich bin so schnell runtergekommen, wie es gegangen ist. Was meinst du mit respektlos? Der Geruch. Im ganzen Haus riecht man es. Wo kommt der her? Das kommt von dem Tapperwehr. Wer? Das ist kein Er, das ist ein Essen drin im Wehr. Im Wehr. Du sagst mir doch die Wahrheit. Auf alle Fälle, ich würde mich nicht trauen, dass ich sie anlüge. Ich frage dich noch einmal. Wo kommt der Geruch her? Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, es ist von dem Gorgonzola, den ich reingelegt habe. Du hast Gorgonzola reingelegt? Hab ich reingelegt, ja? Das ist gut. Wie ist es dir gelungen, ihn reinzulegen? Ganz normal eigentlich, also
Deckel auf, Gorgonzola rein, Deckel zu. Ich habe es 20 Jahre versucht. Aber der Drecksack, er ist mir immer entwischt, kapisch? Ja. Du hast dich um ihn gekümmert, aber nicht tief genug vergraben. Und jetzt riecht man ihn. Und jetzt kommst du in mein Haus und bittest mich um einen Gefallen, weil du Angst hast vor seinen Brüdern. Was für Brüder? Gennaro, Salvatore, nimm dich vor ihm in Acht. Er ist ein Drecksack. Ich werde dir sagen, wie es läuft. Na? No. Ich werde mir Mühe geben, zu vergessen, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Aber der Tag wird kommen, mein Freund. Ich werde in dein Haus gehen. Und dich um einen kleinen Gefallen bitten, kapisch? Ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, wenn's passt, ich hilf gern, also. Du weißt, ich bin der Pate. Stimmt, ja. Da wollte ich eh fragen, wie geht's nach Gran Camorra? Geht die schon in die Schule? Calma, dir figlio di puttana, e vai a casa adesso, eh? Entschuldigen Sie, jetzt habe ich es akustisch. Was meinen Sie? Mach, dass du rauskommst, du Penner. Das Angenehme ist ja, mit so älteren Exekutivbeamten kann man noch ganz normal verhandeln. Nicht? Dem ist schon wurscht, der denkt sich, ey, ich bin kleiner Benson, was soll ich denn jetzt prüfen? Nicht? Der war komplett irgendwie zugänglich, hat gesagt, lieber Freund, so geht's nicht. Nicht? Sie wissen, wir haben was anderes auch noch zu tun, nicht? Aber... Ja, ist eh klar, nicht? Aber mit den Jungen geht das nimmer. Mit den jungen Exekutivbeamten, da brauchst du nimmer verhandeln. Die haben keine Grauzone, da gibt's keine Grauzone. Da gibt's weiß oder schwarz, schuldig oder nicht schuldig. Kein Verhandeln, schaut auch ganz anders aus. Nicht? Da merkst du total, wenn's frisch von der Polizeiakademie rausgekommen, die zwei Rotzpippen, nicht? Da sind's zusammengerammt, zack, alles Uniform, haben's alles ausgefasst, was sie bekommen haben. Nicht top motiviert, top ausgebildet, top geschult, zack. Da merkst du schon, wenn's da reinfährst in ein Planquadrat und die zwei steigen aus, nicht? Da kommt der komplett. Und ich sitze dann im Auto bei der Verkehrskontrolle und denke mir, zwei Junge, halt die Pappen. Halt die Pappen, da brauchst du nicht handeln, halt die Pappen. Aber da sitzt der kleine Teufel. Und das tut immer so ein bisschen so deppert hussen. Das tut so, komm, sag's ihm heute. Komm, heute ist er dran, komm, sag's ihm mal. Na komm, da hat er so einen Stich. Na komm, sag's ihm, du Fege, so, sag's ihm mal. Und manchmal gewinnt das Teufel halt, ne? Und dann sitze ich im Auto, lasse das Fenster runter, warte bis da sind und dann sage ich, na, hat euch die Mama heute gleich angezogen, ha? Ganz ein Lustiger, ha? Sportsfreund, geh Kollege, komm her einmal, da man kaum ein Gott erweist. Das ist aber witzig, ha? Haben wir ein bisschen Rest Alkohol oder was ist mit denen? Im Restalkohol, ich müsste schauen, aber ich glaube, wir haben alles ausgetrunken. Ja, da will es aber einer wissen, gell? Bitte verlassen Sie das Fahrzeug! Und dann bin ich gegangen auf der B320 zwischen Gröbming und Litzen. Haben sie mich mit den Achter fixiert hinten, mit den Kabelbinder bei den Haxen, es war super, war total lustig, gell? Immer so Schwierigkeiten mit der Exekutive. Immer Schwierigkeiten. Wirklich, das
Ja, weil wir jetzt auch blöde Therme gefahren sind. Ich wollte ja eh nicht mit. Ich sage, Elke, bitte los mit daheim. Das war ja gar nicht passiert, wenn ich nicht mitgefahren war. Weil daheim blieb, hätte ich den Deckel nicht 8 Wochen angegeben. Nicht? Hätte ich... In so einer Therme, was mache ich dort? Elke, ich möchte. Na, geh einfach mit. Sag ich, was mach? Elke, was tue ich in einer Therme? Ich hab daheim eine Neiche im Boot hängen, warum muss ich fortfahren? Erklär's mir, ich versteh's nicht. Therme ist super, da können wir ein bisschen Wellen essen. Sag ich, warum soll ich Wellen essen? Glaubst du, ich mag das Salz in der Pappen, wenn ich Wellen essen wollte, dann ans Meer fahren, oder? Ich will das nicht. Möchte feste Nahrung. Was machst du in einer Therme? Was machst du in einer Therme? Du kannst sitzen, schwitzen, fressen, Boden, schlafen, schwitzen, fressen, Boden, schlafen, dampfen, schwitzen, fressen, Boden, dampfen, schlafen, fressen. Das kann ich daheim machen, da muss ich nicht fortfahren, oder? Da rennen sie alle um dumm in der Therme. Ich bin Box nicht, da komme ich rein, da rennen sie um dumm, die Frotechen Chillers mit ihren weißen, nicht? Sind sie mal, nicht? In der Bad Tatzmannsdorfer Tracht rennen sie alle um dumm, nicht? Ich stehe da drin, denke mir, was ist denn da? Bin ich auf einem Gedenkwandertag vom Udo Jürgens Fanclub oder was? Das halte ich nicht aus. Ich halte das nicht aus. Und dann denke ich mir, gehst schwimmen, tust ein bisschen was für deinen Körper, machst ein paar schwimmst ein paar Längen, was für Längen, da kannst du nicht mal braten, kannst schwimmen. Da wird nicht geschwommen in dem Becken, da wird trotscht, da wird getratscht, da stehen sie im hüfttiefen Wasser, was aus dem Wasser, da stehen sie schon bei der Nierostirn, wo du eine gehst, ja, stehen sie schon als Zellulite-Palette mit der Bodehaum, stehen sie drinnen, nicht, da wird trotscht, da rennt die Schnaden. Entschuldigen Sie, na, sag ich, ja, ich möchte nur schwimmen, was, da machst du kein Tempo, bei jedem Tempo drücke ich eine Problemzone weg, nicht, da. Ich mag's nicht. Natürlich, man kann sich schon Platz schaffen im Wasser. Das ist keine Frage. Nicht? Man muss nur wissen, wie. Nicht? Ich hau dann immer einen Schokoriegel ins Becken. Nicht? Dann schwimmt er dann. Nicht? Dann leert sich das Becken. Richtig eskalieren tut sie erst, wenn ich fräse, ne? Also. Da haben sie schon gespielt, ne? Also da. Ja, ich mach schon so Sachen, ne? Also. Wenn ich ein bisschen under-entertained bin, dann wäre ich so verhaltensoriginell. Dann fallen mir so Sachen ein, ne? Dann schaue ich, wie ich mir selber einen Spaß machen kann, ne? Das tue ich schon ganz gern. Klar war es bei uns, heißt, das sind die Promigäste von der Elke, heißt, die schickt mir in den Krieg. Promigäste bewirten, da hast du das schon, jetzt sind die da und die sind der Therme, heißt, die Depp. Na, Krankel, Prohaska, Herzog, Polster, na, das war nicht die Buffet der Mittenpartie, das sind die feinen Herrschaften da, hallo. Die kennt schon Leute auch, also echte Promis, na, da schau ich aber. Nicht, aber wie, weißt du, wehe, ich brauche mal irgendwas von ihr, nicht Ländermatchkarten. Na, da kann ich, da kenne ich leider keinen, da musst du schon so. Der schaut schon zu wieder drei daher in Grau. Ja, da brauche ich, die muss ich reinlassen, weil ich kann die jetzt nicht am Gang stehen lassen. Da sperrt die wieder zu, die Agentur. Ist ja wurscht, lassen wir es rein. Ja, hallo, grüß euch. Was heißt hallo, grüß euch? Sag mal, wie lange muss ich bei dir leiten? Ich stehe schon in einer Gruppe. Ach so, entschuldige, ich habe noch ganz gut. Lange, was ist, was da am Häusl? Nein, gar nicht. Ich habe noch in der Küche im Wohnzimmer. Komm, geh auf Zeiten. Ja, bitte, kommst du noch weiter, bitte. Servus, Hans, hallo. Hallo, Herbert. Ja, grüß dich, Gott. Ich sage Ihnen mal so. Ja, da sind wir drin. Bitte, kommst weiter, dass man da am Gang ist. Andi. Hallo, servus, 100 Leinderspiel, gell? Ja, ich weiß eh, gratuliere. Im Nachhinein nochmal, gell? Servus, Toni. Mein schöner Buh. Servus, hallo. Bitte, komm. So. So, erste Frage, was gibt's zum Essen? Zweite Frage, wann gibt es etwas zum Essen? Was ist ein Uschli oder was? Nein, ich ist nur wegen. Hast du nichts hergerecht oder was? Nein, die Elke muss eh gleich da sein, die wird auch dann sicher was kochen. Da wirst du Pech haben, die Elke, die huckt in den Gatschwandel in der Therme. Aha, ihr habt schon Kontakt gehabt? Na sicherlich, da sollst du uns fürstlich bewirten, hat's gesagt. Okay, dann fahr ich schnell zum Biller. Und nicht zum Biller, der ist um die Uhrzeit zu, wie der Ambros, du wirst schon da bleiben, nicht? Ich
Ich muss noch, bitte kommt einmal weiter ins Esszimmer, dass man da nicht zwischen Tür und Angel ist. Ja lächerlich, bitte. Nehmt's Platz, gell, setzt da her, ich werde schon irgendwas finden in der Küche, was ich aufwarten kann. Das rate ich dir. Das ist eine Frechheit. Das ist unglaublich. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe viel erlebt, aber das. Naja, was? Soll ich euch vielleicht in der Zwischenzeit erzählen, wie ich das 3:2 in Cordoba erzählte? Gebitte, Hans, erst rennt mir's detaillierte runter. Was mich mehr interessiert, das ist, wenn wir was zum Einschneiden kriegen, gell, Toni? Ja, hörst aber wirklich wahr. Ich hab einen Hunger wie ein frisch operierter. Ja, was ist, sonst bestellen wir uns ja Pizza, ha? Was hat sich erledigt? Das kennst du, du kannst doch keine Pizza bestellen. Das geht doch nicht, wir sind eingeladen hier, das ist doch peinlich. Da war noch nichts her, ich bestell mir Pizza, Toni. Ja, geht schon, bestell eine Pizza, mein Bua. Ja, na, ich ruf an, was willst du denn haben für eine? Wurscht. Wirklich, was für eine Salami, Mortadella? Na, wurscht. Also, wurscht, also. Ja? Ja, also. Ja, also, ich mische mich ungern ein, aber grundsätzlich sage ich einmal so. Also, wenn ich in Toni richtig interpretiere, dann denke ich, dass es ihn mit seiner Aussage so ist, dass er von Belag her eine gewisse Gleichgültigkeit erkennen lassen will. Geh, du frisst deine Chips, ich mach mir das schon aus mit ihm. Also, ich rufe jetzt an, was soll ich bestellen? Hauptsache ohne Sardinien. Sardön, oder? Sardön? Ist das nicht das Dachgebiet in der Südsee? Du meinst das Salmonellen, der meint was anderes. Herzl, bestell eine Pizza, aber ich bitte keine vegetarische für mich. Wirklich? Was hast du gegen den Vegetarier? Na, gar nichts, aber. Ja, ich weiß auch nicht, Vegetarier, das. Die essen, mein Essen ist Essen Wecker. Und, also, ich finde. Zwei kann man was sagen, ist zwar Bläscher. Vegetarier, das ist ein altes indianisches Wort und heißt übersetzt schlechter Jäger. Das habe ich auch noch nicht gehört. Erst ich bin froh, dass ich mir mein Essen nicht selber jagen muss, ganz ehrlich. Ja, ich weiß halt nicht einmal, wo die Pizzas leben. Ich glaube, das Vegetarische wird sich nicht durchsetzen, gell? Allalong sicher nicht. Na ja, sage ich ja, ne? Na, von einem Freund von mir, die Frau, die ist seit 15 Jahren Vegetarierin, die hat trotzdem 93 Kilo, ne? Ja, Biotone, ja. Neuiger sind die Veganer, gell? Was für Baner? Na, die Veganer, die essen eigentlich gar nichts mehr, ne? Die Veganer, du musst dir vorstellen, ne? Von einem Freund von mir, da haben wir daheim haben wir eigentlich unsere Champions League Party gemacht, ne? Der hat den Nachkastel von ihr, sie ist eine Veganerin, oder einen veganen Vibrator gefunden. Ne? Was hat der gefunden? Einen veganen Vibrator, ne? Das ist also ein Bambusreel zugestoppt mit drei Hummen drinnen. Ne? Oder im Nachkastel. Oder ausgezahlt. War Leiermann. Ja, aber ich finde, da hat man ja auch nichts. Da hat man auch nichts zum Suchen drin im Nachkastel. Also. Ja, da muss ich Ihnen Toni recht geben, denn ich sage Ihnen mal so, also das ist ein Tabubrauch. Das stiehlt man nicht, das gehört der Frau, das ist eine, ich sage jetzt Intimsphäre und. Denn ich weiß, ein Freund, der hat in seinem Nachkastel auch von der Frau gestiehlt und hat nach 20 Jahren Ehe, hat er Handschellen entdeckt. Wirklich Handschellen, ist eh geil. Herzl, was ist da geil, wenn der nach 20 Jahren draufkommt, dass die Alte bei der Kieberei hakelt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also. Ja.
Ja, die war Wahnsinn mit dem, wirklich. Die war so vegan, die hat nicht einmal Lederschuhe getragen. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben sogar das Match auch dran müssen vom Fernseher, weil der Ball so lauter hat. Du hast das Fußballspiel abgedreht, weil sie was? Ne, warte, der Ball, was soll ich machen? Nicht? Jetzt habe ich, war ja Theater, nicht? Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen was aufwarten, richte was her, nicht? Na, was kochst du für Veganer? Ne, das war ja Theater, was war ich nicht gewusst. Da habe ich mir gedacht, ich gehe in die Küche. Ne, das ist gleich nachgegangen, nicht? Da habe ich mir gedacht, ich mache Tomaten, nicht? Wollte ich gleich schauen, ob ich keine Fleischtomaten nehme. Na, ist gleich hinter mir gestanden, nicht? Was machen Sie da? Was sind das für Tomaten? Sag ich, das sind passierte Tomaten. Was ist denen passiert? Sag ich, was soll denn passiert sein? Das sind halt passierte Tomaten, ne? Appa, was ist Ihnen wirklich passiert? Sag einmal, bist du angerannt? Das sind passierte Tomaten. Herbert, kannst du das immer klären, Schneckerl, bitte? Ja, also, ich sag mal so, passierte Tomaten, wenn Papa und Mama Tomaten nicht aufpassen. Ja, na, das hätte ich auch gewusst. Ne? Das... Ja, hab mir gedacht, mache ich einen Salat, wenn es keine Tomaten hat, habe ich einen Salat rausgenommen. Ne? Sag ich, was ist das für ein Salat? Sag ich, Eisbergsalat. Wo haben Sie den her? Sag ich, vom Hofer oder vom Biller. Was haben Sie vorhin in der Antarktis gebrochen, wo Eisbergsalat draufsteht? Ist das hier ein Fairtrade-Produkt? Sag ich, warum sind der vertraut? Der ist ganz gerade schon her. Was ist der ganz normaler Salat, bitte? Was... Der hat nichts gepasst, ne? Naja, war ein Theater, kannst du dir das vorstellen? Aber natürlich haben wir da nichts zum Essen gehabt, nicht? Aber fürchterlich, ne? Wegen dem Klimawandel, da dürfen Sie nur Fairtrade kaufen, Fairtrade. Klimawandel ist mir wurscht, Herzl, hätte ich gesagt. Wirklich? Na, was interessiert mich der Klimawandel? Na, da nicht der Klimawandel betrifft uns alle. Die Natur wird weniger, die Gletscher ziehen sich zurück. Wohin? Was? Was heißt wohin? Ja, die Gletscher, wohin? Na, rauf halt, ne? Zurück am Berg. Ja, wird der Berg aber höher, ne? Die Gletscher, die... Jetzt soll ich wieder was sagen, mein schöner Bub. Die Natur ist ein feiges Sau. Wirklich? Die Natur hat sich mit uns Menschen angelegt. Und jetzt, wo sich das verliert, müssen sie schleichen, oder was? Die Gletscher werden schon da bleiben. Naja, so kann man es nicht sagen. Ich meine, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Ja, grundsätzlich muss ich Ihnen Andi recht geben, denn es ist ja so, wir haben eine CO2-Belastung und wenn die Autos noch mehr fahren, haben wir irgendwann einmal mehr, sprich CO3, CO4. Also Das kann nicht geschehen. CO2, das ist Kohlendioxid. Es gibt kein Trioxid, Quadroxid, was redest du für ein Scheiß? Das kann nicht sein. Na, der Herr Krankel, das ist schon der Klimaexperte. Hörst du, Rotzpippen, was hast du Klimaexperte? Was heißt Klima? Willst du mit Papieren? Ich bin Umweltaktivist. Aha, woran merkt man das? Ich fahre mit einem Rallat zu einem Termin. Ja, ja, kommst aber immer zu spät, weil du so lange brauchst, bis du es im Kofferraum verstaut hast, ne? Hörst du, Toni, am ehesten sind die Lichtesser, gell? Was für Lichtesser? Ja, es gibt Leute, die ernähren sich von Licht. Geschlechte. Ja, wirklich. War ich bei uns einer bei der Champions League Party, war in der Mitte, war Lichtesser, der Osram, ne? Und der Osram. Der ist tödlich verunglückt bei uns daheim, der ist gestorben. Was, bei euch daheim? Ja, wirklich, am Klo. Ist er gestorben, ja, der hat die Energiesparlampen gefressen, ne? Haben wir gleich liegen lassen. Der arme Herr, der ist auch sicher nicht in den Himmel gekommen, oder? Warum soll der denn in den Himmel kommen, weil er Lichtesser ist? Das ist ja verständlich. Wenn der Lichtesser ist und wenn man stirbt, dann geht man ja auf den langen Gang, auf dieses gleißende Licht zu. Wenn er das frisst, wo geht der weiter? No, und die sind gegangen. Die waren schneller weg wie die Sternsinger. Wenn die jetzt heimkommt und die sind weg, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder suche ich mir das stärkste Real oder ich versuche es mit List und Tücke. Und wollte aufs Glatteis führen und habe die Frau wirklich dramatisch unterschätzt. Elke, hallo, ich bin's. Du, ich wollte nur sagen, es hat alles super funktioniert bei uns. Bitte? Du bist schon am Heimweg. Wunderbar.
Es sind eh alle da, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst ruhig noch bleiben, bleib noch. Es sind alle da. Wer ist da? Alle, die du eingeladen hast. Und das Tolle ist, ich habe gekocht für alle, die da sind. Es sind noch viel mehr gekommen, weil das Essen so gut war. Ich war so ein siebengängiges Menü, wenn er gerade tänzt. Und so, bitte, was kann ich nicht? Wieso? Ein 6er Tragerl Bier und ein Leberkassemme? Ist kein Problem gewesen, habe ich hergerichtet. Ja. Du, die haben alle eine. Na, was heißt wer? Na, weißt du was? Ich verbinde dich. Wenn du zufrieden bist, dann bleibst du, was bist, gell? Versprochen? Super, warte, ich gebe dich weiter. Das ist einmal der Erste, das ist Amerika. Ja, Papa, Pussy, Papa. Hallo. Ja, Elke, der Husband hat mir den Phone gegeben. Ich muss sagen, es war großartig. Also, I believe I had never seen such a great invitation, but das war, ich war in Hollywood, ich war all dabei. Ne? Ich war beim Book with a Phrasen, ich war in der Oscar Gala, ich war alles gesehen, Terminator, wir haben die Expandable Stride, da war ich mit Sliced Alone Phrasen und alles. Ne? Aber was heute bei euch daheim abgegangen ist, das hätte sogar meine Haushälterin gefragt. Da hätte ich so gesagt, hast du eine Geschwister, Baby? Und deswegen komme ich auch nochmal. Ne? Also es war, und ich muss sagen, der Terminator, I'll be back. Und ich meine, der Herminator von Flachau, der wird auch noch einmal kommen, oder Hermann? Was meinst du? Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, es war sicher einer der schönsten Tage, die was ich in meiner ganzen Karriere erleben durfte und hätte. Hat das Ganze noch einmal einen draufgesetzt bekommen. Es war einfach wirklich Weltklasse. Ich habe mich sogar nach dem Essen ein wenig ausrosten müssen, weil es so üppig war. Und habe mich auf die Couch gelegt. Jetzt war halt deine Bank meine Bank, aber macht ja nichts. Und Elke, ich möchte mich auch herzlich bei dir bedanken. Es war unglaublich für mich und für alle anderen. Oh, ich kann nicht viel sagen. Ich hab dich lieb, so lieb. Lieber als du denkst. Oh, ich hab. Was sagst du, Elke? Bitte, was hab ich? Bitte was? Verarschen? Ich? Nein. Nein, ich glaube nicht, dass du blöd bist. Nein, Elke, überhaupt nicht. Vielleicht war es ein Fehler, ja. Ist schon richtig, ja. Nein. Bitte beruhig dich, Herzlein. Ist mir klar, ja. Hätte ich nicht machen sollen. Mache ich mich gefasst, ja? Okay, was erleben, ja, aber. Nein, ich sehe es eher ein, es war zu spät. Ja, darf ich vielleicht trotzdem auch meine Sicht der Dinge nicht? Na, macht nichts, ist kein Problem. Ja, hast du recht, bin ich bei dir. Nicht mehr lange, doch, schau her. Ja, aber ich. Weißt du, es ist mir schon. Packe ich zusammen, bitte, ja. Nehme ich mit, ja. Aha, doch so endgültig. Na schau, ich habe mir gedacht, wir lassen ein bisschen groß wachsen und da wächst keins mehr, ja, hast recht. Na gut, dann. Ja, mein Schatz, ja. Entschuldige ich mich vorbehaltslos. Tut mir leid. Mein Fehler. Ja. Gerne. Ja, bin ich weg, wenn du kommst, keine Frage. Ja, Schatzilein. Alles klar, wirst mich nicht mehr. Nein, mache ich einen Abbucher morgen, gleich morgen? Ja, mache ich. Okay, gut, bitte pass auf beim Heimfahren, vielleicht ist es ein bisschen glatt, gell? 18 Grad, na dann hast du kein Glattes. Na dann. Okay, mein Schatz, Bussi, ich hab dich trotzdem. Ich hab schon ein bisschen. Hallo? Na, die Frauen musst du im Griff haben.